Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zur neuen Wochenbotschaft der Engel. Und zwar für nächste Woche vom 19. bis zum 25.8. Und in der nächsten Woche haben wir ja energetisch wieder viele, viele Termine. Und zwar startet die Energie der Engel am 19. direkt am Vollmond. Und es ist gleichzeitig noch ein Portaltag. Also schau dir unbedingt auch mein Portaltage-Orakel an. Ich verlinke euch das nochmal hier oben. Und da gibt es auch eine Energiearbeit. Da habe ich auch mit Palo Santo für euch gearbeitet. Ja, das ist wirklich sich sehr, sehr reinigend. Also probiert das unbedingt aus. Und der Vollmond-Energiekreis findet natürlich auch statt. Energie der Engel startet und der Lichtwandelkreis. Ja, also gleich drei Dinge auf einmal. Und wenn du bei allen drei angemeldet bist, dann ist das eine ordentliche Portion Energy. Gucke ich ja gerne auf meiner Homepage oben, ja, bei meinen Energiekreisen. Ich biete immer zum Vollmond, zum Neumond was an und natürlich die Portaltage, das ist der Lichtwandelkreis und die Energie der Engel wechselt jeden Monat das Thema. Allerdings ist das da immer auch individuell. Ja, ich lasse mich da jeden Monat führen von den Engeln, was gerade so dran ist, ja. Und es gibt jetzt auch mal wieder so Live-Yoga-Sessions. Wenn du da mitmachen willst, dann komm in meine Facebook-Gruppe Lasse dein Licht strahlen. Dort gebe ich immer die Termine bekannt über Zoom. Und da gibt es kostenlos immer mal eine Stunde Yoga mit mir. Ja, da habe ich total Lust drauf, das zu machen. Eventuell auch, wenn du jetzt am Freitagabend das Video schaust, dann wird es eventuell am Samstag, also morgen am 17. schon einen Termin geben. Also bleib mal dran in der Facebook-Gruppe und ja, guck da gerne vorbei. Und ich würde sagen, wir starten rein. Es gibt viel zu tun. Ich habe hier neue Werkzeuge auch und wir machen am Ende des Videos wieder eine Energiearbeit für die kommende Woche. Mach super gerne mit und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit den Karten. Können schon loslegen. Ja, und was soll ich sagen? Die neuen Werkzeuge sind da. Die wunderschönen Atlantis-Diamanten. Ich habe die schon in der Story gezeigt und ich bin mega geflasht. Also es sind die natürlich die Atlantis-Energien. Und ich finde auch, die Farbe passt so mega auch zu diesen ganzen Gewässern. Guck mal, das ist so türkis und aber auch blau. Also der schimmert wirklich in zwei verschiedenen Blautönen. Und immer wie das Licht einstrahlt, sieht er anders aus. Also wirklich ganz faszinierend sind die. Und natürlich in Kombination mit den Engelenergien, wie immer. Und ja, macht eine ganz schöne Energie und ein super schönes Werkzeug, eine wunderschöne Dekoration. Ich finde auch ein super schönes Geschenk. Also überall, wo du den aufstellst, da reinigt er natürlich auch die Räume, harmonisiert die Energien, eignet sich wie immer auch super gut zur Meditation und bringt so einen inneren Frieden, auch eine Reinigung. Also hat eine ganz, ganz schöne Energie. Vielleicht kommt das hier auch schon rüber. Ich habe ja da hinten noch mehr aufgestellt. Also wir haben 5 von den Steinen jetzt hier. Und die Energien fließen ja da auch, ne? Das ist jetzt auch unsere Auswahlmöglichkeit für die linke Seite, der neue. Und die Selenitstäbe ist die Auswahlmöglichkeit für die rechte Seite. Die waren übrigens, falls du noch welche haben wolltest, schon wieder im Shop erhältlich, aber waren innerhalb von einem Tag wieder gleich ausverkauft. Ich habe jetzt aber noch mal welche nachbestellt. Also die kommen noch mal rein auf jeden Fall. Nächste Woche, denke ich. Und dann wird es sie nochmal geben. Also ich war selber so ein bisschen geflasht, dass die gleich schon wieder alle weg waren. Aber die sind wirklich auch mega von der Energie. Ja, nur dass du das weißt. Ja, und das sind die Auswahlmöglichkeiten für heute. Und jetzt ist es aber gut, wenn du erstmal ankommst. Ja, lass erstmal alles draußen, was dich jetzt hindert, hier zuzuhören. Und nimm dir mal ganz bewusst jetzt die Zeit für diese Minuten hier, für all die Informationen, die du brauchst für die kommende Woche. Und stell deine Füße mal auf den Fußboden und erde dich erstmal. Spür den Boden unter den Füßen
Und leg mal deine linke Hand auf dein Herzchakra und die rechte oben drüber und schließ mal kurz deine Augen und atme in dein Herzraum und komm mal so einen Moment bei dir an und atme allen Druck aus, alle Sorgen aus, die du gerade hast, all das, was dich gerade beschäftigt oder herausfordert. Und komm mal zu dir nach innen und spür mal, wie es dir geht. Und nimm dir so einen kleinen Moment für dich selber da zu sein. Spür die Wärme von deinen Händen auf deinem Herzchakra. Und dann öffne mit dem nächsten Ausatmen wieder deine Augen und schau nochmal den Tisch an, die rechte Seite oder die linke Seite. Was zieht dich heute näher an? Und dann entscheide ganz aus dem Bauch heraus. Ganz selten kommt es auch mal vor, dass man sich von beiden Seiten angezogen fühlt. Dann gibt es auch auf beiden Seiten eine Botschaft für dich. Und ich starte jetzt aber rein mit der linken Seite. Und wenn du dich für links entschieden hast, dann hast du auch den Atlantis-Kristall gewählt. Und da geht es bei dir eben auch darum, dass du wieder in die innere Harmonie kommst. Auch sehr stark die Reinigung, dein innerer Frieden. Ja, so eine Harmonie, die wieder zu dir zurückfinden möchte, die vielleicht so, uiuiuiui, siehst du, was das für eine Energie hat. So ein bisschen aus der Bahn geworfen. Ja, vielleicht ist etwas passiert, was dich aus der Bahn geworfen hat. Und das Universum möchte das jetzt wieder für dich ordnen. Ja? Und egal, was das ist, versuche wirklich da bei dir zu bleiben und für dich da zu sein. Ja? Das ist das, was uns immer so schwer fällt. Wir sind immer super gerne für andere da, aber für uns selber ist es immer ein bisschen schwierig. Ja, dann fühlen wir uns einsam oder irgendwelche Dinge, die uns nicht so passen. Und für dich geht es in dieser Woche darum, dass du auch mal für dich da sein darfst. Und ich habe von den Blockadenlöserkarten zwei gezogen, und zwar eine Ursachenkarte, also was die Ursache sein könnte bei den Blockaden in der kommenden Woche und wie du sie auflösen kannst. Und da zeigt sich hier als Ursachenkarte die Beziehung, ja, und die Fülle. Ja, das heißt, du hast da so einen Mangel in deinen Beziehungen. Das kann Partnerschaften auch bedeuten, aber auch eben Beziehungen, darunter fallen auch super gute Freundschaften, Beziehungen zu deinen Arbeitskollegen, Beziehungen zu deinem Chef, Beziehungen zu deinen Eltern, zu deinen Geschwistern. Du wirst genau wissen, welcher Bereich hier gemeint ist, und da scheint es so ein bisschen Trouble zu geben. Ja, das ist vielleicht auch etwas, was dich aus der Bahn geworfen hat. Vielleicht ist da etwas ans Licht gekommen, was dich aus der Bahn geworfen hat. Ja, wir sind von den Energien sehr stark bei der Wahrheit, ja, die sich zeigt. Und vielleicht ist da irgendetwas gewesen, was da so heftig für dich war. Und hier geht es darum, aus dem Mangel rauszugehen in die Fülle. Vielleicht bist du hier in einer Verbindung, in einer Beziehung, die du aus Mangel hast oder in der du aus Mangel immer noch drin bist, obwohl dich vielleicht jemand schlecht behandelt, obwohl dich jemand wirklich schlecht behandelt. Na, darum geht es hier ganz klar. Und da sollst du rausgehen. Ja, du sollst in diese Fülle reingehen und die Fülle auch genießen. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Und das kannst du auch in der kommenden Woche schaffen. Also trenn dich aus allen Verbindungen, die im Mangel entstanden sind oder die immer noch im Mangel sind, wo du sagst, oh ja, ich habe jetzt vielleicht gerade niemanden anderen, aber dann ist das jetzt halt mal so. Diese Verbindungen werden jetzt nicht mehr funktionieren, sagen die Engel. Ja, das ist wirklich eine niedrig schwingende Energie. Und es sollen jetzt wirklich Verbindungen zusammenkommen, die in der Fülle sind, ja, wo das wirklich so eine Win-Win-Situation ist und du dich wohlfühlst, wo man sich austauschen kann, wo man wirklich auch Pläne schmiedet, Ideen hat,
Ja, all diese Dinge. Du sollst wieder in deine Kraft und in deine Stärke zurückfinden und eben aus dieser Fülle Energie schöpfen. Ja, und wenn du in so einer Mangelbeziehung bist, die eigentlich nicht so wunderbar ist, die zieht dich halt von der Energie auch immer wieder runter. Und vielleicht hast du das auch schon gemerkt, ne, wenn du mit diesen Personen zusammen bist, dass du dann immer wieder müde bist, ja, dich erschöpft fühlst. Wenn das natürlich an der Arbeit ist und es geht hier bei dir um Kollegen, Kolleginnen, dann ist das nicht so einfach, da mal eben schnell den Job zu wechseln. Aber du kannst lernen, anders damit umzugehen. Und darum geht es, ne, dass du auch deine Sichtweise änderst. Du kannst den anderen niemals ändern, aber du kannst dich und deine Sichtweise ändern. Und das darfst du in der kommenden Woche tun. Dann habe ich eine zweite Karte gezogen, und zwar sind das die Bestimmungskarten von Christine Fader. Das ist der Schörner Verlag. Ich verlinke euch aber auch alle Karten unten. Da könnt ihr gerne dann mal in der Infobox gucken. Du findest auch alle Infos unten zu den Energiekreisen und auch zu meinem Yoga-Retreat zum Beispiel. Ja, das findet Ende November statt. Komm da super gern dazu, wenn du ja energetisch arbeiten willst, mich endlich mal kennenlernen willst. Ja, wenn du mir vielleicht schon längere Zeit folgst, da geht es auch ganz stark um Energiearbeit, und wir werden natürlich auch jeden Tag Yoga zusammen machen. Aber auch wenn du nicht so fit bist, ist das eine super schöne Sache. Ja, und hier haben wir gezogen, das Kind einer Priesterin ist gesegnet. Der Zugang zu den geistigen Welten liegt dir im Blut. Ja, und damit ist jetzt gemeint, es kann sein, dass hier etwas neu geboren wird. Ja, vielleicht bist du so auch gerade schwanger, das kann natürlich auch sein. Grundsätzlich geht es hier aber um einen Neubeginn, um einen Neustart, um ein etwas, was geboren werden möchte. Das kann auch eine Idee sein, das kann ein neuer Job sein, das kann eine Selbstständigkeit sein. Also hier kommt etwas Neues auf dich zu, das wächst gerade heran. Das kann eine Idee sein, aber auch eine Leidenschaft von dir. Es kann auch sein, dass dein Leben hier sich von einer Minute zur anderen wandelt und du endlich deinen Weg gehen kannst. Ja? Also achte wirklich darauf, auf diese ganzen Neubeginne, die jetzt da beginnen wollen. Und das hat wirklich auch so einen Zauber. Ne? Vielleicht hast du dich da auch manche Dinge nicht so getraut. Aber die Engel sagen dir jetzt ganz klar, du darfst mutig sein und du wirst da auch belohnt werden. Zusätzlich bedeutet diese Karte aber auch noch, dass du dich mit deiner Ahnenlinie beschäftigen darfst. Ja, vielleicht sind hier noch mal Fähigkeiten aus alten Leben oder auch aus deinen Ahnenlinien, die jetzt erwachen. Ja, dass du vielleicht so eine spirituelle Gabe jetzt endlich hier zum Leben bringen kannst, was du von deiner Urgroßmutter oder von deiner Oma hast, ja, von deinem Großvater hast. All diese Fähigkeiten können jetzt in dir erwachen. Ne? Und auch das ist ja das Neue, ne? Dieser Zauber des Neuen. Und da kommen wirklich Fähigkeiten dazu. Sei da wirklich ganz wachsam, was sich da zeigt. Die nächste Woche kommt irgendetwas Neues. Also du bist hier wirklich so bis jetzt das Glückskind in diesem Orakel hier, weil die Karte finde ich immer so bezaubernd, weil sich da wirklich eine Lösung auch zeigen kann. Da geht wirklich was auf, da kommt was in Wallung, da wirst du befreit von etwas. Also das ist ein ganz glücklicher Umstand. Guck mal, was da wirklich kommt. Und in welchem Bereich da bei dir eben das Neue ist. Und das, wo du jetzt dran denkst, das ist eben der Bereich. Vielleicht wartest du auch schon auf etwas ganz sehnsüchtig. Und da wird die geistige Welt jetzt wirklich an deiner Seite sein und dich auch führen. Wenn du da auch Hinweise bekommst über andere Personen oder auch energetisch, vielleicht auch über Träume, dann ja, sei da wirklich einfach offen. Ja, die geistige Welt spricht immer über Träume auch zu uns. Ihr wisst ja, ich bin schon seit längerem wieder an einem neuen Kartenset, und da habe ich jetzt auch zum Beispiel von geträumt. Ja, weil ich tue mich da im Moment so ein bisschen schwer, weil ich sehr viel Termine habe und es geht sehr, sehr langsam vorwärts, und ich schreibe mir dann immer wieder Dinge auf, die dann so da sind. Und ich habe jetzt nochmal die geistige Welt um Unterstützung gebeten. Ja, das kannst du auch immer tun für dein Thema. Und dann habe ich wirklich auch über einen Traum die Hinweise bekommen, was jetzt auch wichtig ist, was gebraucht wird hier auf der Erde. Und ja, das wird auf jeden Fall mit reinfließen. Und es
Also so eine schöne Energie. Also ihr könnt euch schon auf die neuen Karten freuen. Es dauert noch ein bisschen, aber das meine ich, ja, kreiere mit dem Kosmos zusammen. Und dazu gehört es eben auch, dass du natürlich darum bittest, ja, um Hilfe, um Unterstützung, wenn mal etwas schwerfälliger ist. Ja, dann haben wir die nächste Karte. Das sind die Shakti-Karten. Die mag ich auch sehr gerne. Die sind auch vom Schirner Verlag. Verlinke ich euch auch unten. Und da haben wir die Ostara gezogen. Ja, und das ist die Umsetzungskraft. Ja, das passt wieder so toll, ne? Ich bin voller Tatendrang und setze meine Projekte entschlossen um. Was soll ich da noch sagen? Ja, wenn du jetzt irgendetwas hast, nimm das wirklich, bring das in die Umsetzung. Ja, bei mir ist es definitiv das Kartenset, was jetzt erwachen darf. Da bin ich ja schon so lange dran und da werde ich sicherlich auch in der nächsten Woche sehr viel umsetzen können. Und hier ist auch so eine Frühlingsenergie, ne? Das ist ja auch immer so dieses Wachsen, ne? Etwas wächst. Du siehst hier die ganzen Blumen, Blüten, der Hase, dann dieser Strauß, dieser Kranz, den sie da auf dem Kopf hat, ne? Das ist wirklich auch dieses Wachsen, die Schmetterlinge, die Biene, das Einhorn. Ja? Und der Frühling, der bringt ja auch immer ganz viel Neues, ganz viel neue Blüten, ganz viel neue Ideen, neues Grün, ja. Und darum geht es jetzt, dieses Neue umzusetzen und diese Kraft von dem Frühling mitzunehmen, ja, diese Energie, ist die Frühlingsenergie. Und die hilft uns immer auch bei der Umsetzung unserer Projekte. Richtig, richtig schöne Energie und nutze auch diese Fülle. Na, hier ist auch die Fülle mit gemeint. Na, diese verschiedenen Blüten, diese verschiedenen Tiere. Alles unterstützt dich dabei und ja, nutze diese Kraft in der kommenden Woche. Wenn du jetzt irgendwie sagst, du hast vor, dich irgendwo zu bewerben und du bist aber jetzt irgendwie müde, weil das die ganze Zeit nicht geklappt hat, wäre jetzt noch mal ein guter Versuch, das noch mal zu machen in der kommenden Woche, weil da hast du die Unterstützung von der geistigen Welt. Ja, alles, was nicht geklappt hat, wo du jetzt schon fast aufgegeben hast. Gib dieser Woche noch mal eine Chance. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Vielleicht hast du auch so ein Thema, was Ewigkeiten schon dauert und du bist da wirklich, du verlierst die Geduld. Da habe ich jetzt auch so ein Thema, wo ich dann auch mal ungeduldig werde. Aber am Ende vertraue ich dann doch immer wieder auf das göttliche Timing, warum die Dinge auch immer so sind. Und es bringt nichts, dann auch ungeduldig zu sein. Es setzt nur deine Schwingung nach unten. Und gib der nächsten Woche nochmal eine Chance, dass die Dinge sich regeln können. Ja, und dann haben wir noch eine Karte, Liebe der Engel, für euch hier auf der linken Seite, Doreen Virtue vom Allegria Verlag. Und da geht es um die Gespräche von Herz zu Herz. Also im Thema Liebe, Beziehung, Partnerschaft geht es darum, sprecht ehrlich miteinander über eure Gefühle. Vielleicht war da irgendwas, eine kleine Diskussion, irgendwie eine Auseinandersetzung. Es geht hier wirklich darum, dass du mit deinem Partner, deiner Partnerin sprichst, Kommunikation und auch um Ehrlichkeit. Es geht wirklich um ehrliche Kommunikation in der kommenden Woche. Und der Atlantis-Kristall bringt da auch so eine Harmonie rein, so einen Frieden. Ja? Also du wirst diesen inneren Frieden in der kommenden Woche erhalten. Ganz tolle Botschaften hier und auch die beiden Karten, ne, aus die Ostara zeigt dir wirklich an, es kommt jetzt hier was in Wallung. Natürlich darfst du da was für tun. Ja, bleib da im Vertrauen, werde aktiv und nimm diese Umsetzungskraft mit. Ne, das hat wirklich eine richtige Power. Ja. Mach was draus in der kommenden Woche. Schreib mir auch gerne in die Kommentare. Ich freue mich sowieso, wenn du mir einfach nur ein Herz da lässt. Ja, das bringt unheimlich viel für die Reichweite. Macht es gerne, teilt das Video oder auch abonniere den Kanal, falls du es noch nicht getan hast. Und wichtig einfach mal irgendwas zu kommentieren als kleiner Energieausgleich. Da bin ich schon mega, mega happy drüber. Ja, ich wünsche euch eine schöne Woche und wenn du die Energiearbeit noch mitmachen willst, dann bleib dran oder spul einfach vor. Ja, komm mal zur rechten Seite, wenn du hier wieder den Selenitstab gewählt hast. Na, da wisst ihr ja, die Blume des Lebens ist hier eingraviert und da geht es auch um die Harmonie, ja, die Lebensstruktur, dein Leben, was sich wieder ordnen möchte. Da kommt auch wieder mehr Lebensfreude rein.
Ich habe so eine wunderschöne gelbe Feder geschenkt bekommen und die zeigt dir an für die kommende Woche, dass du wieder mehr in die Lebensfreude kommen wirst. Ja, da steht auch noch die Libelle von letzter Woche. Ja, es geht um Leichtigkeit und Lebensfreude bei dir. Du hast die so ein bisschen verloren und das möchte jetzt wieder zu dir zurückkommen. Etwas, was dich so traurig macht. Ja, ich spüre hier so eine gewisse Traurigkeit und die darf jetzt wirklich wieder vergehen. Und wir schauen mal, was wir hier für Karten haben mit den Blockadenlöserkarten. Ich liebe ja diese Karten, ne? Das zeigt uns wirklich an, worum können wir uns kümmern. Und hier geht es nochmal um das Thema Familienkarma. Da kann es sein, dass auch Diskussionen da waren in der Familie oder ein uraltes Familienkarma sich nochmal zeigt, aufgelöst werden möchte mit den Geschwistern, vielleicht so eine Erbstreitgeschichte, mit den Großeltern, den Urgroßeltern. Da können wirklich nochmal so Sachen sichtbar werden und der Heilige Raum zeigt das hier auch noch mal. Das ist für mich immer, die Engel sagen mir das immer so, es ist so der Raum einer Pyramide. Und da habe ich eine ganz tolle Meditation auch aufgenommen, die findest du auch hier auf YouTube. Da geht es auch um das Familienkarma, ne? Guck da unbedingt und mach diese Meditation, wenn du jetzt die rechte Seite gezogen hast. Und da kommen eben auch all deine Vorfahren über diese, ja, Pyramidenspitze in diesen geschützten Raum, in diesen heiligen Raum. Und du kannst da ganz viel nochmal auflösen. Und da habe ich hier auf YouTube, glaube ich, mit 3 Generationen zurückgearbeitet. Und es gibt auch noch eine Meditation, die du kaufen kannst bei mir im Shop. Die geht über 7 Generationen zurück. Also nochmal intensiver. Aber auch die kostenlose Version hier auf YouTube ist schon wirklich mega, mega, um da einiges aufzulösen. Es gibt ja in jeder Familie so ein Karma, was sich da immer wieder auch auflösen möchte. Und vor allem auch, heilst du dann, wenn du das jetzt tust, also wenn du dich mit dieser Energie beschäftigst, dann heilst du ja alles wieder auch zurück, ne, in jede Generation zurück. Oh, da kriege ich eine Gänsehaut, ne? Da kriegt jede Generation so eine Welle der Heilung und Liebe ab, wenn du dich jetzt darum kümmerst. Und das ist wirklich Heilung für alle. Und ja, ganz schön. Und vielleicht jetzt auch deine Aufgabe, da gibt es irgendetwas zu lösen. Also guck mal unter meinen Meditationen, da wirst du fündig. Familienkarma. Ganz wichtiges Thema eigentlich. Und oftmals ist es auch so, wenn diese alten Themen nicht gelöst sind, dann kommen wir hier auch im Hier und Jetzt nicht in unsere Kraft, ne? Und das ist das, wo wir wirklich hinkommen sollen, ne? In unsere Kraft. Und dabei will die geistige Welt uns jetzt unterstützen, damit jeder von uns in seine Meisterschaft kommt, ne? Alleine, ohne irgendwen anders zu brauchen, diese Meisterschaft zu erfüllen. Dann haben wir die zweite Karte, Bestimmungskarte. Und da haben wir die hohe Transformation braucht doppelte Kraft. Ja, erkenne jetzt, wer deine Gefährtinnen sind. Es kann sein, dass du auch Unterstützung brauchst bei dieser Aufgabe oder aber auch, wenn du jetzt vielleicht dich selbstständig machen willst oder du brauchst Unterstützung in einem anderen Lebensbereich. Die Karte sagt dir eigentlich, dass du Hilfe annehmen darfst. Ja, du darfst hier dich auch offenbaren jemandem, dem du vertraust. Wichtig ist, dass es jemand ist, dem du vertraust. Und da darfst du ja um Hilfe und Unterstützung bitten. Da bekommst du auch die Hilfe und Unterstützung, die du jetzt da brauchst in einem Thema. Ne? Das ist ganz wichtig, dass du da wirklich auch das annimmst. Vielleicht tut dir das wirklich immer schwer. Tust du dich da schwer, Hilfe anzunehmen? Und die Engel sagen dir hier, du bist aber dreimal so schnell, wenn du jetzt wirklich auch die Hilfe ja, annimmst. Es geht hier auf jeden Fall um eine Transformation. Die beiden haben auch ein violettfarbenes Kleid an. Das ist irgendeine Transformation, die jetzt auf dich zukommt, vielleicht auch. Und wo du eine Unterstützung brauchst und wo du auch Hilfe hast. Ja, also hier geht es wirklich um eine Transformation. In dieser Woche wird sich da auch für dich etwas klären, transformieren. Und gönn dir da auch immer wieder Ruhe dafür. Es kann auch etwas ganz Altes sein, was dich wirklich aus deiner Lebensfreude immer wieder rausbringt, ne? Aus deiner Leichtigkeit. Es kann wirklich ein ganz, ganz altes, tiefes Thema sein, was auch mit Herzschmerz zu tun hat.
Ja, könnten auch so Familienthemen sein, also aus der Kindheit vielleicht noch ein Thema, was du wirklich als Trauma hast. Da kommt jetzt wirklich eine Heilung rein. Ja, also das fühle ich hier ganz, ganz stark. Also da ist Heilung in der Woche für dich ganz wichtig. Für deinen Herzraum, also für dein inneres Kind auch, dass da eine Heilung bekommt. Vielleicht sollst du auch dein inneres Kind an die Hand nehmen. Na, das kann auch gut sein, ne, dass du dich damit noch nicht so beschäftigt hast und dich um dieses innere Kind kümmern darfst und du als Erwachsene eben dein inneres Kind an die Hand nimmst, ja, und es da aus irgendetwas hinausführen darfst. Ja, guck da mal genauer nochmal hin. Dann haben wir die Shakti-Karte, auch hier für euch, und da zeigt sich die Siege. Das ist die Stille. Ja, und das würde jetzt auch wieder zum Beispiel für die innere Kindheilung passen oder generell Familienkarma, ne? Scheint hier eine alte Familiengeschichte zu sein. Und in der Stille bekommst du all die Informationen, die du brauchst. Ja, in der Stille höre ich, in der Entspannung fühle ich und im Nichts kreiere ich. In der Leere empfange ich. Und es ist immer so, dass wir ja auch denken, ne, in der Stille passiert nichts. Ne? In der Stille, wir sind die Stille gar nicht mehr gewöhnt. Und dann denken wir immer, das ist langweilig oder das ist Stillstand. Aber da passiert so viel. Ne? Im Nichts wird viel kreiert. Ja, und es geht auch darum, dass du in der Entspannung fühlst. Ja. Und in der Leere empfange ich. Es ist nämlich genau umgedreht. Und durch diese schnelle Welt, durch diese schnelle, ja, die schnelle Welt, kann man wirklich so sagen, ist es wirklich so, dass es uns immer schwerer fällt, in die Stille zu gehen. Und desto schwerer es dir fällt, still zu sein, ja, desto mehr bräuchtest du es eigentlich, ne? Und da kommen dann wirklich auch die Informationen. Also nimm dir in der kommenden Woche immer wieder Zeit, um eben hier diese Themen aufzulösen, ne? Familienkarma, inneres Kind-Thema. Nimm dir wirklich so ein bisschen Zeit für dich, um diese Themen auch aufzulösen. Ja, und dann haben wir noch eine Botschaft für die Liebe. Das wollt ihr immer gerne wissen auch. Und da geht es um das Thema Befreie dich. Es ist Zeit, die Kontrolle über dein eigenes Leben zurückzuholen. Ja, wo bist du hier in der Partnerschaft oder in deiner Liebesbeziehung eingesperrt? Du siehst ja hier, das eine hat wirklich so diesen Holzkäfig um sich drumherum. Aber wisse halt eben, ne, du kannst da einfach drüber springen, du kannst dich jederzeit selbst daraus befreien. Und hier ist etwas, was dich da drin hält. Ja, was hält dich in dieser Bindung? Was hält dich in dieser Beziehung, wenn du da auch nicht mehr glücklich bist? Und frag dich das wirklich mal. Warum bin ich hier noch? Also was ist das? Ne, will ich nicht alleine sein? Habe ich jetzt Angst, hier über den Zaun zu springen? Ja, die Komfortzone zu verlassen. Vielleicht ist diese Beziehung hier in diesem kleinen runden Kreis so Gewohnheit geworden und so schön. Da kennst du jede Ecke, jeden Kreis hier. Und das, was hier außen ist, das macht dir vielleicht Angst, ja, außerhalb dieses Gewohnten, wo du wüsstest, dass du das verlassen musst, na, damit es dir besser geht, damit du vielleicht wieder glücklich sein kannst. Und oftmals könnte das auch so ein inneres Kind-Thema sein, ne? Warum du dich nicht traust, darüber zu springen, ja? Weil dir vielleicht immer jemand, ne, erzählt hat, du kannst das nicht, ne? Du brauchst aber die und die Person, ne? Alleine kriegst du das nicht hin. Und oftmals sind wir dann in Beziehungen, in denen wir feststecken, gerade wenn so innere Kind-Themen noch nicht geklärt sind, dann fehlt auch oftmals das Selbstwertgefühl und dann trauen wir uns das nicht zu. Und bleiben dann oftmals in Verbindungen, die uns nicht gut tun, die uns verletzen, die ja, die uns einfach auch schaden, ne, unserer Seele auch schaden. Und dann passt das auch wieder mit der Lebensfreude. Das nimmt uns natürlich die Kraft, das innere Feuer, das Strahlen. Und das siehst du auch immer, wenn dir jemand das Strahlen nimmt, dass du da eigentlich nicht richtig bist. Und oftmals ist das ein langer, langer Prozess, bis man sich aus sowas befreien kann. Und es kann aber sein, dass jetzt in dieser Woche du da einen ganz großen Schritt machen wirst in Richtung deiner Freiheit. Ganz schöne Energie, auch hier auf der rechten Seite, sehr heilende Energien. Und ja, da möchte was befreit werden. Wunderbar.
Ganz, ganz schön. Und auch bei euch, ich freue mich über ein Herzchen. Ja, schreib mir über deine Situation in die Kommentare und teile das Video und abonniere den Kanal, wenn du es noch nicht getan hast. Und jetzt machen wir noch eine kleine Energiearbeit und wir nehmen wieder den Sorgenstein. Da haben mir letzte Woche ganz viele geschrieben, dass ihr das so schön fandet. Und ich nehme den jetzt mal hier in die Hand und schicke einfach die Energie in dein Sorgenthema. Ja, du darfst dir jetzt dein aktuelles Sorgenthema aussuchen. Und ich lasse mit den Engeln da ein bisschen Energie reinfließen, damit du eine Lösung findest, damit du vielleicht eine Leichtigkeit bekommst oder die nächsten Impulse, was jetzt dran ist, was du als nächsten Schritt machen darfst. Und wenn es nur das ist, dass du wieder mehr in deine Stabilität kommst erstmal und klarer sehen kannst oder es dir einfach erstmal besser geht mit dieser Herausforderung, die du da gerade hast. Und setz dich dazu auch mal ganz entspannt auf deinen Stuhl. Vielleicht kannst du dich anlehnen und schließ hier auch nochmal deine Augen und leg deine Hände diesmal aber auf deinen Bauch, so in Höhe deines Bauchnabels, so nebeneinander und atme zu deinen Händen. Die Energien fließen jetzt zu dir in dein Solarplexus-Chakra, in dein Bauchnabel-Chakra und geben dir alle Kraft, die du brauchst, um diese Herausforderung zu meistern, egal wo du da gerade stehst, was du gerade im Kopf hast. Und atme zu deinen Händen und spüre die Wärme auf deinem Bauch. Desto wärmer das wird, desto mehr Energie fließt da jetzt gerade zu dir und füllt dich wieder auf mit Kraft und Stärke. Genieß die Energie mit jedem Atemzug. Lass mit jedem Ausatmen immer mehr von dieser Herausforderung los. Und mit jedem Einatmen kriegst du Lösung und Kraft. Und gönn dir hier noch 3 Atemzüge. Und dann öffne mit dem nächsten Ausatmen wieder deine Augen. Und nimm deine beiden Hände mal über deinem Kopf zusammen. Und bring ausatmend nochmal die Hände vor dein Herz und bedanke dich bei den Engeln, bei der geistigen Welt für ihre Unterstützung. Wiederhol das gerne in der kommenden Woche nochmal, entweder zu dem gleichen Thema oder zu irgendetwas, was sich in der Woche zeigt. Ja, die Energien wirken immer wieder auch neu auf all deine Themen, die du da gerade hast. Und ja, besuch auch meinen Yoga-Kanal. Komm morgen in die Live-Yoga-Session, wenn du willst. Und du kannst auch deine Kamera ausstellen. Ja, also kann jeder mitmachen. Und habt eine wunderschöne Woche. Fühlt euch virtuell umarmt und bis ganz bald. Ciao.